am Tippentappentönchen. Komm, 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 mein Schatz, nimm an meiner Sitz schnell Platz. Mit der Bimmelbummelbahn fahren Fien und Hüllenhahn und da stiegen wie gut und halfen in Tröne rot. Grüß mich, der Heimat, grüß mich, mein Wuppertal, mit Sinne Berge und mit Sinne Schwebebahn. Wir sind heute in Wuppertal zu Gast bei Paul Decker. Paul, du warst Sänger und Gitarrist der ehemaligen Wuppertaler Kultband Strickspön. Genau. Du hast gesagt, du bist in Wuppertal geboren. Die Lieder der Band Strickspön, die handeln von Wuppertal in der Wuppertaler Mundart, aber ich vermute, sie handeln von einer Zeit, die schon ein bisschen ins Land gegangen ist. Und da du hier geboren bist, habe ich eine Bitte. Kannst du unseren Zuschauern und Zuschauerinnen ein bisschen von der alten Zeit erzählen, wo die Texte und die Lieder entstanden sind? Wie war es da in Wuppertal? Ja, da war es auf jeden Fall anders wie heute. Okay. Wesentlich, wesentlich anders. Und ja, wie soll ich das beschreiben? Es passierte wesentlich mehr, allerdings im positiven Sinne. Und ja, manchmal hat man heute das Gefühl, als wenn das Gefühl für den Lokalpatriotismus ein bisschen verloren gegangen wäre. Und das an für sich schade ist. Aber es ist an für sich eine Zeiterscheinung, die man nicht nur hier in Wuppertal verzeichnen kann, sondern auch in anderen Städten. Aber wie gesagt, wenn man hier in Wuppertal wohnt, dann fällt es einem besonders auf. Ja, die Zeit war damals, ja, vielleicht liegt das auch daran, dass es noch, sagen wir mal, im weitesten Sinne an die Nachkriegszeit war, die 60er Jahre, in der ich also aufgewachsen bin, die waren ja praktisch, kann man noch sagen, Nachkriegsjahre, obwohl wir das Wirtschaftswunder ja schon hinter uns hatten. Aber es war noch einiges im Aufbruch und einiges hat sich also auch da noch verändert. Und heutzutage, muss man sagen, ist so irgendwie so ein negativer Stillstand entstanden, wo sich nicht mehr allzu viel abspielt. Und das ist an für sich schade. Ja, das ist schade. Und ich sag mal, wenn man die Texte der Lieder hört, ich sag mal, man wird ein bisschen wehmütig, weil ich vermute, zu der damaligen Zeit war auch, ich sag, das Miteinander mit den Menschen, die in der Stadt Wuppertal lebten, ein anderes als heute. Auf jeden Fall, da war alleine, wenn man von der Gastronomie, ja, wenn man das schon mal überlegt, von die Kneipenszene, das war ja schon eine ganz andere. Und wo Kneipen sind, da treffen sich die Menschen. Und wenn die Menschen sich da treffen, dann entsteht Kommunikation und dann entstehen irgendwelche Ideen, die man dann auch weiterentwickelt. Sagen wir mal, aus einem Kegelclub wird ein Sportverein und aus einem Gesangsverein wird ein Karnevalsverein und so weiter und so fort. Diese Entwicklung, und die gibt es heute leider nicht mehr. Leider Gottes, weil die Leute haben keine Treffpunkte mehr. Ne? Die haben keine Treffpunkte mehr. Man kann sich nirgendwo mehr treffen, weil die Gastronomie ziemlich am Boden ist. Das ist richtig. Und damit fällt ja auch im Grunde genommen das Gemeinsame mit den Menschen. Ne? Genau. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Menschen in diesen großen Städten so fast mehr oder weniger vereinsamen. Weil keiner kennt den anderen mehr und dieses Miteinander, das hat, glaube ich, sehr gelitten. Ne? Ja, das ist an und für sich auch eine Zeiterscheinung, die man heutzutage schon bei den Kindern sogar schon feststellen kann. Ja, ist also erschreckend, wenn man manchmal sieht, wo früher Kinder, sagen wir mal, lärmend gespielt haben, die sitzen heute alle irgendwo in der Ecke mit ihrem Handy und keiner redet mit dem anderen. Alle gucken nur auf dieses Ding da. Ja?
Man kann jetzt sogar, ich war letztens bei einer Familienfeier gewesen und selbst auf dieser Familienfeier, wo man an für sich sagen soll, die Leute haben sich lange nicht gesehen, da waren doch einige, die saßen da am Tisch und anstatt sich an der Unterhaltung zu beteiligen, gucken die auf ihr Handy und dann, also das ist eine fürchterliche Entwicklung und das führt an für sich auch zur Isolation. Die Leute Richtig. isolieren sich Richtig. selber. Ja. Richtig. Die moderne Technik, die eigentlich ja gedacht war oder auch nicht gedacht war, was Gutes für die Menschen zu Ja, machen, ja. die zieht die in der Einsamkeit rein. Genau, Weil richtig. jeder sitzt da wirklich vor und Ja. man verliert den Kontakt. Ja, das ist eine traurige Entwicklung. Ja. Und vom Stadtbild her hat sich da so vieles verändert von der Ja. Zeit deiner Jugend, Kindheit hier in Wuppertal bis heute. Ach ja, da hat sich natürlich auch eine ganze Menge verändert, ne? Wenn man überlegt, ich weiß noch ganz genau, als ich Kind war, meine Eltern, die hatten ein Geschäft und die, das Geschäft war dienstags geschlossen. Da war Ruhetag. Dann gingen wir in die Stadt. Dann gingen wir zuerst, gingen wir zum Hertie. Im Sommer konnte man oben auf der Dachterrasse sitzen und dann haben wir da zu Mittag gegessen. Und dann waren wir zu Mittag gegessen und dann sind wir runtergegangen und haben so ein Schaufensterbummel gemacht. Und dann waren wir ungefähr so gegen 16, 17 Uhr im Hotel zur Post, auf der Poststraße. Da wurde dann Kaffee getrunken und da spielte dann auch die Kapelle, die dort engagiert war, die spielte da schon ab 18 Uhr, machten die da Tanzmusik. Und dann sind wir dann vom Hotel zur Post, sind wir dann anschließend, später, als ich dann ein bisschen älter war, sind wir ins Oberbayern, sind wir dann gegangen. Was Ja, ist das? das war hinten am Mäuerchen war das gewesen. Das war also ein riesiges Lokal, wo auch so eine bayerische Blaskapelle spielte. Ja. Also es war wirklich schon was los. Dann haben wir dann Einkäufe getätigt, dann waren wir, da war die Metzgerei nicht Oberbüscher, da war der Bäcker. Wie hieß der denn nochmal? Ja, komme ich jetzt nicht drauf. Ganz bekannte Metzgerei. Und die Innenstadt roch dann nach geröstetem Kaffee von der Kaffeerösterei Roten am Wall. Und also Und übrig geblieben davon ist nichts, gar nichts. nichts. Also von all den Überhaupt Namen, die du nichts. jetzt genannt hast, ich bin auch schon mal öfter in Ja. Elberfeld. Angermund hieß die Metzgerei, so. Jetzt Nichts weiß mehr. Mensch. ich wieder. Ja. Also da war wirklich, da konnte man auch wirklich noch. Ja, ein Schaufensterbummel machen, weil die Geschäfte auch alle eine individuelle Dekoration hatten. Ne? Da legten sie also sehr viel Wert drauf, ob das jetzt der Klischen war oder der Koch am Wall. Die hatten alle eine eigene Dekoabteilung und die wetteiferten dann im Laufe der Jahre, immer wenn es zum Beispiel um die Weihnachtszeit, wer natürlich die schönste Weihnachtsdekoration hatte. Die konnten, also da machte sich so ein Schaufensterbummel, der machte sich dann echt noch bezahlt. Und da profitierten natürlich auch die Gastronomen von, weil wenn die Leute kamen in die Stadt, Schaufensterbummel, anschließend noch irgendwo ein Häppchen essen oder was trinken. Und das war damals alles noch möglich. Wenn du heute in die Stadt gehst, dann ist nach Ladenschluss ist da. Da ist also am Friedhof Brettchen ist mehr los wie in der Innenstadt. Ja. Ja, sobald Ja. Geschäfte zu sind, gute Jugend, die kennt dann vielleicht noch ihre ein oder andere Szene, Kneipe. Ja. Aber das war's dann, Und ne? aus dieser, aus diesem ganzen Angebot, was es damals gab, da haben wir dann geschöpft. Da haben wir auch unsere Inspirationen für unsere Lieder hergenommen. Und ja, da war. Also wenn ich heute Lieder schreiben würde, da bleibt nicht mehr allzu viel, wo ich drüber schreiben könnte. Ich wollte Also gerade sagen, wie weil würden die Texte heute aussehen, wenn du heute ja, Lieder über Wuppertal da schreiben gäbe, würdest? die wären mir also die wären mir ehrlich gesagt zu negativ. Ne? Also, Also das heißt, du macht siehst nichts wirklich Positives mehr in der Stadt, oder? In deinen Nein, Augen gibt nein, es da auch nein, noch wirklich. positive Ecken? Nee, es wird sicherlich noch ein paar positive Seiten geben, aber dieses Angebot, diese Fülle, die wir damals hatten,
die gibt es nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Ja.